Drei Personen wurden festgenommen. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Nach bisherigem Kenntnisstand weisen die Ermittlungen des BKA auf Bezüge hin zu den Attentätern von Paris im November 2015. Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen gibt es nach bisherigem Stand der Ermittlungen nicht. Sehr wohl aber den Verdacht, dass die Festgenommenen im Auftrag des sogenannten Islamischen Staats im November 2015 nach Deutschland gekommen sind. Sie sollten sich möglicherweise für Anweisungen des Islamischen Staates in Deutschland bereithalten. Es könnte sich insoweit also um eine Schläferzelle gehandelt haben.